Hallo und herzlich willkommen zur 99. Lesung eines regulären Beitrags aus meinem Blog rksLP.org. Diesmal 150 Jahre Verein für Sozialpolitik, VFS. Nachdem sich letztes Jahr schon der Gründungskongress in Eisenach zum 150. Mal jährte, wozu ich damals auch einen Beitrag schrieb, wiederholt sich jetzt 2023 auch die offizielle Gründung des Vereins für Sozialpolitik zum 150. Mal. Der Verein geht ja nicht zuletzt auf Gustav von Schmoller, historische Schule der Nationalökonomie, zurück. Zur Zeit der Gründung 1873 hatte England noch einen historisch gewachsenen Produktions- und damit Standortvorteil. In einem freien Weltmarkt, vor allem mit dem Recht, sich in anderen Staaten das Produktionskapital zu sichern, hätte Deutschland kaum seine heimische Industrie aufbauen und seinen natürlichen Vorteil durch seine Lage mitten in Europa und das milde Klima ausspielen können. Das Deutsche Reich war kurz zuvor gegründet worden und durch das nun nicht mehr gegeneinander wirtschaften, sondern geballt zusammen. Später dann auch noch mit einer zumindest sozialen Verteilordnung der Spitzmarkt, wenn wohl auch nur damit es auf den Straßen ruhig bleibt, vor allem die Sozis, und wohl auch einer regionalen, das muss ich aber mal noch nachlesen, konnte Deutschland seine Kräfte im Innern durch die durchaus mächtige staatliche regulierte Verteilungskraft des Marktes zusammenlegen und nach außen so lange hinreichend abschirmen, bis man reif war. Also ein Achten auf ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht, um aufholen zu können. Dummerweise wollte man später auch beim Platz an der Sonne aufholen und hat dabei, wie jetzt beim Ausnutzen des natürlichen und historischen Vorteils im freien Standardwettbewerb, nicht auf die eiserne Regel geachtet. Man braucht genügend Verbündete, um diejenigen, denen man was wegnehmen oder nichts geben will, nachhaltig abhalten oder überrumpeln zu können oder nicht hinreichend genug. Aber das wurde erst nach Bismarck zum Problem. Die Gegenspieler von Schmollers waren die Manchester-Liberalen in England, denen der Freimarkt national erstmal einen Vorteil aus genannten historischen Gründen eingebracht hätte, und die österreichische Schule der Ökonomie, überspitzt formuliert, dem Stützpunkt Englands im deutschsprachigen Raum. Wobei Österreich eventuell tatsächlich die kleine Landrolle hätte übernehmen können, eben als Lakaie Englands. Die Grundnutzenschule, die Grenznutzenschule kann man ja als Abkehr von dem Versuch, eine Eigentumjagd auf das Recht an den Früchten der Arbeit zu legitimieren, also über das Recht, also genau, also haben es verdient, oder diejenigen, die sie benutzt haben, haben es verdient, deswegen sollen sie es auch behalten können. Allerdings, da der nicht mehr machtpolitisch mehr zeugliche erfolgsversprechend war, nachdem Karl Marx den politisch langsam an Bedeutung gewinnenden Arbeitern die Wertabschöpfung durch das Kapital, also die Aneignung ihrer Früchte, klar gemacht hat. Lockes Philosophie hätte da doch die Gefahr von Revolutionen zu sehr angefacht. Die konnte jeder verstehen. Also die Philosophie von Locke. Also hat man diese Philosophie durch Mathe abgeleitet. Dann wird es komplizierter. Nachdem sich die Europäer weltweit im Ersten Weltkrieg mal wieder, diesmal aber industriell aufgemotzt, gegenseitig an die Gurgel gingen und damit ihren natürlichen Vorsprung durch das Wiederauffinden von und Zurückfinden aus Amerika gegenüber dem Rest der Welt wieder aufzubrauen begann, Japan konnte sogar gleichziehen, hatte auch Deutschland nicht zuletzt durch die Versailler Auflagen seinen natürlichen Vorteil der Lage nicht mehr außenwirtschaftlich ausspielen können und kam nach der Weltwirtschaftskrise 1929 so sehr unter die Räder, dass sich die Nazi-Vernichtungs-Nimm-Crew an die Macht wählen lassen konnte. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg und der Konsumgüterproduktionslücke des Westens durch den Kalten Krieg Rüstungsbedarf konnte Deutschland seinen natürlichen Standortvorteil voll ausspielen und hatte auch bedingt durch die festen Wechselkurse meist einen außenwirtschaftlichen Überschuss, gegen den man wohl nur auf Druck von außen etwas tat. Später hatte der Rest der NATO-Staaten durch flexible Wechselkurse den deutschen Überschuss in den Griff zu bekommen hoffte. Aber diese Ansicht war wohl durch die nun auch von Deutschland gern gesehene Ausbreitung der österreichischen Schule der Ökonomie kontaminiert. Ganz nach den Kenntnissen von dem Weltsystemanalytiker Samir Amin in die Zukunft des Weltsystems zeichnet sich auch ein intelligenter, anteilsgieriger Akteur im Weltsystem nämlich dadurch aus, dass er zwischen der Verherrlichung von Freimarkt und Schutzzöllen Maßnahmen oder als Schutzmaßnahmen ganz nach gerade eigenem Vorteil hin und her springen. Und Deutschland hatte nun eben im Freimarkt einen Vorteil. Also fand man ihn gut.
Und durch den Druck von außen musste man sich auch nicht selbst beherrschen, um es nicht zu vertreiben und damit seinen Verbündeten zu schaden und damit auch sich selbst. Das änderte sich aber nach dem Untergang der Sowjetunion schlagartig. Die Lage Deutschlands zwischen Arm und Reich war nur noch günstiger. Die gemeinsame Währung und die Pflicht zur Einhaltung der vier wirtschaftlichen Freiheiten konnte sich der Rest Europas, vor allem der Süden und die militärstarken NATO-Staaten nicht mehr wehren. Also dadurch. Nun hätte und muss Deutschland eben, um seine Verbündete und damit auch sich selbst nicht zu gefährden, eben selbst etwas gegen seinen Überschuss tun. Aber welche Überraschung, so eine Selbstbeherrschung lässt sich nicht so einfach politisch durchsetzen. Zu verlockend sind die kurzfristig schönen Zahlen auf Kosten seiner NATO-Verbündeter. So zu durchsetzt die Wissenschaft, Presse, Parteien und aber auch Vereine wie Verein für Sozialpolitik, der gerade 150 Jahre alt wird, von denen ihrerseits von mittlerweile bestimmt alle verstorbenen, aber ideologisch weiterwirkenden Ex-Stasi-Spezialisten, die ihnen zur Hilfe kamen, österreichischen Schule der Ökonomie, progressiver Prägung. Auch die Buran-Variante bildet da mit ihrem Hang zur Einigung auf nur einen Vertrag mit den gierig gewollten Regeln keine Ausnahme. Im Notfall muss man halt handlungsfähig raus. Also man braucht zwei Verträge, Aristoteles. Die sind halt auch antikonservativ, progressiv, was euch. Wobei, also nicht die zwei Verträge, sondern die Buranze. Wobei ich Gier nicht abgewinnen kann. Also ich bin mehr oder weniger für Bedarfsgleichheit, aber wenn aber politisch-ökonomisch zu viel verseucht ist, kann man nicht mal gleich viel halten. Auch um gleich viel halten zu können, schreibe ich jetzt, damit wir da nicht zu viel und auf zu grausame Weise verlieren. Eine andere wichtige Informationsquelle ist die Regulationstheorie, bei der es um die Frage der Marxisten geht, wieso der Kapitalismus nicht, wie vorhergesagt, an der eigenen Akkumulationsneigung und der Ausbeutung zugrunde geht. Die schlaue Antwort ist, dass es oft hinreichend viele gibt, die von den aktuellen Umständen profitieren und schlau genug sind, das System auch durch Beeinflussung anderer bewusst stabil zu halten, eben auch mit staatlichen Maßnahmen. Solch eine temporäre, stabile Regulation käme durch ein Bündnis zwischen gierigen Reichen und Staaten wie Deutschland als gieriger oder ignoranter Standortprofiteur aktuell zustande. Wie beschrieben teile ich diese Einschätzung. Sehe aber China als weiterer wichtiger, zumindest solange es denen nutzt, der Stabilitätsfaktor der temporären Ruhe an. Nur stellen wir dabei die Weichen bei uns in Europa und Amerika zu ungünstig. Hin zu einem gigantischen Zwangsfreimarkt, wobei man doch selbst als schlauer, gieriger Akteur doch wissen müsste, dass man zwischen Freimarkt und Eingriffen je nach Nutzen hin und her springen können muss. Und dass man nie einem Vertrag oder einer gemeinsamen konsensabhängigen oder mit zu vielen vetoberechtigten Verfassungen festhängen darf. Siehe Polen vor der Teil. Also dazu Ende 18. Jahrhundert und so. Zur Not muss man aus allem fair raus können. Die Schieflage hielt bisher nur durch China. Davon müssen wir wieder loskommen, also von beiden. Also jetzt fair teilen. Aber sozial und ökologisch unfair teilen. Und auf Augenhöhe mit China. Also später sollten wir bedarfsgleich gleich viel haben. Und wir sollten uns nicht militärisch anteilsjagend oder auf schwachsinnige Weise mit Russland überwerfen. Das gilt natürlich auch für Russland. Wenn zwei sich streiten, freuen sich Dritte oder die reaktivierte Vernichtungs-Nazi-Achse später. Aber bis sich diese Ansicht in Deutschland und dem Westen im Allgemeinen durchgesetzt hat, wird wohl leider noch etwas dauern. Hoffentlich nicht zu lange. So wird wohl auch die 150-Jahr-Feier des Vereins für Sozialpolitik nochmal zu einem Festival der gierigen Freimakler und Vertragsler werden. Ganz entgegen der Warnung seines Gründers von Schmollers, nur der Inkonsequente und derjenige, der die heutige Gesellschaft ruinieren will, kann komplett freihändlerisch sein. Da müsste man für Deutschland aktuell heutige durch morgige ersetzen, aber sonst passt das auch für uns so. Aber vielleicht kriegen die heutigen VfSler ja noch bis zum 24.09. gierig, in Klammern, die Kurve. Fertig.